Wir sind in Bremen schon sehr früh ausgebombt worden. Das heißt, unsere Wohnung brannte aus. Und dann sind wir 1940 im Herbst oder so schon nach Schmalkalden in Thüringen gegangen. Und zwar meine Mutter mit mir und meiner jüngeren Schwester. Später kamen noch zwei Omas nach und eine Großtante, sodass wir den Krieg über in Schmalkalden verbracht haben. Und ich dort auch eingeschult worden bin am, ich glaube, 1. August 1941, wenn ich das richtig im Gedächtnis habe. Das war noch eine Knabenschule. Aber Sie fragten nach besonderen Erlebnissen. Das waren also zwei Luftangriffe auf Schmalkalden. Der erste am 20. Juli 1944, da kommt wieder mal ein historisches Datum. Und dort, den habe ich in Schmalkalden nicht mitgemacht, sondern ich war mit meiner Großmutter, weil ja Ferien waren, in Bad Liebenstein, das ist auch im Thüringer Wald, und habe dort gesehen, weil man nicht in den Keller ging, dort mit Luftangriffen auch nicht rechnete, wie ein amerikanischer Bomberverband die Stadt überflog, Bad Liebenstein überflog und von deutschen Jägern, also Jagdflugzeugen, angegriffen wurden. Eine Maschine wurde abgeschossen, die 10 Besatzungsmitglieder kamen mit dem Fallschirm herunter. Und einer von ihnen ist mir kurz darauf, als es schon Entwarnung war, bin ich natürlich rausgelaufen und mit einem Bekannten zur Polizei, weil sie annahmen, dass die dorthin kamen, kam mir einer von diesen Amerikanern entgegen. Der trug einen weißen Fallschirm, also weißer Fallschirm, seinen Fallschirm. Und der war völlig ja, verprügelt worden, sage ich mal, und blutete. Und dieses rote Blut aus dem schwarzen Gesicht tropfte auf diese weiße Seide. Und das hat mich also sehr erschüttert, dass man also, und dann sagten die ihn begleitenden Polizisten und auch ein SS-Mann war dabei, ja, der sei also von Fremdarbeitern verprügelt worden, weil er in der Nähe von deren Lager also auf den Boden gekommen war. Ich habe das damals schon nicht so recht geglaubt, sondern das waren sicher andere Leute, aber jedenfalls sah der also schlimm aus. Das war eines. Der zweite Angriff war Anfang 1945. Da waren wir, nachdem dieser erste Angriff am 20. Juli gewesen war, bei jedem Luftangriff in den Keller gegangen. Wir wohnten nicht in der Stadt, die in einem Talkessel liegt, sondern auf dem Hang eines Berges. Und davor ist das berühmte Schloss Wilhelmsburg in Schmalkalden. Schmalkalden ist ja auch eine historisch bekannte Stadt, aber davon jetzt nichts weiter. Und wir sind dann also nachts immer im Dustern in den Schlosskeller gegangen und haben uns dorthin gesetzt. Aber dieser Angriff war auch am Tages, waren auch Amerikaner da im Februar 1945. Und da waren wir in einem Keller, der heutzutage ein Restaurant ist, in einem Felsen drin. Und hörten also, als die Bomben fielen, hörten wir das. Und ich war damals 45, also 10 Jahre alt und hatte eine blaue Binde mit einem M, das hieß, ich war Melder beim Luftschutz und durfte also raus und bin dann auch gegen den Willen meiner Mutter, aber mit Hilfe des Menschen, der da in dem Bunker was zu sagen hatte, dann rausgekommen und bin gerannt dahin, wo die Bomben gefallen waren, nämlich am Bahnhof. Und dort war eine Fabrik. Und in dieser Fabrik, das hörten wir dort, da kamen noch ein paar Kollegen mit, sozusagen Mitschüler. Und da hieß es also, in diesem Keller sind verschüttet russische Fremdarbeiterinnen, und die da arbeiteten in der Fabrik. Und dann habe ich gesagt, ja, warum wird denn hier nicht gerettet? Macht doch keiner was. Sollen wir mit graben oder was? Und dann kam also ein SS-Mann, so in schicker Uniform, und sagt halt, Maul, lass die doch verrecken. Und das ist ein Erlebnis, wissen Sie, das mich also immer wieder beschäftigt hat und das mich damals, also den kleinen Jungen, tief getroffen hat. Und ich war damals also nicht etwa schon im Jungvolk und auch nicht in der HJ, sollte aber dann ja da hinkommen und hatte auch den
abstrusen Gedanken, ich gehe da nur hin, wenn ich einen HJ-Dolch mit Blutrinne bekomme. Also Sie sehen, was in meinem Kopf da alles vorging. Und dann dieses Erlebnis. Und das hat mich also das ganze Leben immer wieder verfolgt.